Ich finde es beschämend, dass die UEFA uns hier in München verbietet. Ein Zeichen für Weltoffenheit, für Toleranz, für Respekt und für Solidarität den vielen Menschen in der LGBTIQ-Community abzugeben. Ich finde es auch sehr enttäuschend, dass der Deutsche Fußballbund trotz der überragenden Zustimmung, der politischen Zustimmung hier in München, in Bayern und in der gesamten Bundesrepublik sich nicht in der Lage sah oder sich nicht in der Lage sehen wollte, hier dieses Ergebnis zu beeinflussen. Im Gegenteil hat er einen aus meiner ganz klaren Sicht lächerlichen Gegenvorschlag gemacht, nämlich die Allianz Arena an einem anderen Tag zu illuminieren. Ich weiß nicht, was der Sinn dieses Vorschlags sein soll, dass man am Christopher Street Day vielleicht die Allianz Arena beleuchtet, darauf sind wir schon selber gekommen. Wir werden uns in München aber auf gar keinen Fall davon abhalten lassen, ein deutliches Signal nach Ungarn und in die Welt zu senden, dass wir uns davon, wie gesagt, in München nicht beeindrucken lassen. Wir werden, davon gehe ich fest aus, der Stadtrat wird es am Mittwoch mit Sicherheit beschließen, das Rathaus beflaggen mit Regenbogenflaggen. Wir werden das Windrad in unmittelbarer Nähe der Allianz Arena entsprechend illuminieren und auch den Olympiaturm und damit deutlich machen, dass wir in München, und das sage ich jetzt auch noch mal gerne, wir in Bayern und wir in Deutschland, uns von solchen Entscheidungen der UEFA nicht davon abhalten lassen, allen in der Welt zu sagen, dass wir für Gleichberechtigung, für freie Selbstbestimmung, was sexuelle Identität betrifft, und für Solidarität den Menschen gegenüber eintreten. Das werden wir jetzt tun und das werden wir in Zukunft tun, egal was die UEFA oder wer auch immer bestimmen mag. Bitte. Das habe ich mir natürlich, weil ich ein alter Revoluzzer bin, auch überlegt, aber ich kann es nicht selber machen, weil die Allianz Arena nicht im Eigentum der Stadt München steht und ich damit leider nicht der Dienstvorgesetzte der Beschäftigten dort bin, sondern die Allianz Arena natürlich zu Recht sagt, sie hat einen Mietvertrag mit der UEFA, den will sie erfüllen und sie will sich nicht vertragswidrig, also rechtswidrig verhalten und ich kann sie ja auch nicht beauftragen. Wer sitzt eigentlich an den Lichtschaltern? Das kann ich Ihnen persönlich nicht sagen, wer da an den Lichtschaltern sitzt. Aber ganz ehrlich, ich glaube, diejenigen, die da am Lichtschalter sitzen, hätten hohe Lust, den Schalter zu betätigen, riskieren aber dann wahrscheinlich auch ihr Beschäftigungsverhältnis. Deswegen kann man es nicht empfehlen. Nein, das muss anders gehen und wir haben es ja gerade gesagt, wir werden andere Mittel und Wege finden, unsere Solidarität zu bekunden. Herr Weichert, das Outfit könnte München ja morgen dann noch viel bunter sein als ursprünglich gedacht, wie der Schuss dann nach hinten muss. Ja, also ich weiß nicht, was der Herr Ceferin und wer auch immer dabei beteiligt war, sich gedacht hat. Man hört ja so einiges zu den Strukturen der UEFA und wer da Einfluss genommen haben könnte und wer nicht. Ich will darüber nicht spekulieren, weil ich es nicht weiß. Aber ich glaube, was ich wahrnehme, und zwar überall hier in München, egal von welcher Altersgruppe, was ich aus Bayern wahrgenommen habe, was ich an Solidaritätsbekundungen aus ganz Deutschland bekommen habe, kann dieser Schuss schon deutlich nach hinten losgehen. Ich glaube nicht, dass sich die UEFA mit einer solchen Entscheidung als weltoffener und moderner und toleranter Verband tatsächlich zeigt. In Respekt der Entscheidung des Stadtrates, wo es als Tagesordnungspunkt 1 auf der Tagesordnung steht, gehe ich davon aus, dass wir es nach dieser Entscheidung, also zwischen 10 Uhr und halb 11 Uhr Vormittag, wahrscheinlich beflaggen werden. Herr Reiter, wo werden Sie denn das EM-Spiel schauen? Ich werde mir dieses Spiel morgen von der Couch aus anschauen. Herr Reiter, das hat sich denn die argumentieren ja mit politischer und religiöser Leute. Also wir reden jetzt viel über Politik. Was wir aber als Signal senden wollen, ist ein Signal der Menschlichkeit, ein Signal der Toleranz, ein Signal der Weltoffenheit. Das hat nichts mit Parteipolitik, wie wir hier in München auch feststellen durften, zu tun. Es gibt nur eine einzige Partei, deren Namen ich gar nicht sagen mag, die das anders sieht. Alle anderen, und das ist, glaube ich, auch ein deutliches Signal, in München, in Freistaat, sehen das genauso. Das ist keine Politik, sondern das ist einfach ein Signal der Menschlichkeit, das wir hier senden wollen. Herr Reiter, Sie hatten zu dem Statement eingangs erwähnt, dass Sie sich vom DFB vielleicht auch ein bisschen mehr Unterstützung in dieser Angelegenheit erhofft hätten. Der Interimspräsident Dr. Rainer Koch hat sich jetzt auch auf Facebook geäußert. Und hält die Entscheidung der UEFA, so interpretiert zumindest seine Aussage, für richtig, weil dahinter ein politisches Motiv vermutet wurde. Zielte die Aktion denn auch ganz klar darauf ab, das Gesetz in Ungarn
in der letzten Woche, was dort durchgegangen ist, eindeutig zu kritisieren? Also ganz persönlich kritisiere ich dieses Gesetz ausdrücklich. Das kann ich aber als Dieter Reiter tun. Was wir aber signalisieren wollten, war einfach, und da bin ich ja nicht alleine, das sehen ja sogar die Sportler, die Fußballer so, ich bedanke mich bei Manuel Neuer, bei Herrn Goretzka für die klaren Statements. Wir wollen ein Signal senden, dass trotz Europameisterschaft und Challenge und Herausforderung wir trotzdem einig sind in dem Gedanken, dass die sexuelle Selbstbestimmung, jedenfalls nach unserer Einschätzung, überall in Europa gewährleistet sein muss. Und dieses Gesetz behindert diese sexuelle Selbstbestimmung eindeutig. Deswegen kritisiere ich es auch. Deswegen kann ich den DFB leider nicht verstehen für seine Entscheidung. Sehen Sie denn hinter der Entscheidung der UEFA dann auch, dass man sich vielleicht mit Ungarn als mögliche Ausrichterstadt des Finals im Fall der Fälle als Ausweichoption verscherzen möchte? Ja, das können Sie jetzt sagen. Das will ich jetzt nicht spekulieren, was da dahinter steht. Aber wie gesagt, man hat ja vieles gehört und gelesen, wie die Zusammenhänge innerhalb der UEFA sind und welche Verbände welche Einflüsse haben. Und da kann man sich das Ergebnis 1:1 selber zusammenrechnen. Ich weiß nicht, wo das Endspiel stattfinden wird. Das ist ja auch noch nicht ganz klar. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, in München wird es jedenfalls nicht stattfinden. Ganz kurz noch, weil Sie Manuel Neuer angesprochen hatten mit seiner Kapitänsbinde in Regenbogenfarben. Daraufhin gab es auch Ermittlungen, die dazu eingestellt wurden seitens der UEFA. Und es hieß, sein Good Cause. Allianz Arena in Regenbogenfarben ist dann ein Bad Cause. Offenbar, das hat mich auch sehr gewundert, ganz ehrlich, wenn man eine Regenbogenbinde tatsächlich noch als Good Cause sieht, aber die Illuminierung der Arena als Bad Cause, ich verstehe es nicht. Ich kann dahinter nur Dinge vermuten, die ich hier nicht äußern werde. Auf jeden Fall bin ich sehr enttäuscht und finde es tatsächlich, dass sich die UEFA definitiv keinen Gefallen getan hat mit dieser Entscheidung. Finde ich ein ganz, ganz tolles Signal. Ich habe, wie gesagt, aus ganz Deutschland, und ich meine, so lange steht die Entscheidung noch nicht, Signale bekommen, wie man sich solidarisieren kann, wie man das unterstützen kann. Und wenn ich hier über die Straße gehe, über den Marienplatz, dann reden mich Menschen an, jeder Altersgruppe, die sagen, lasst euch nicht unterkriegen von der UEFA und setzt es durch. Ich kann es leider nicht durchsetzen, aber ich kann sicher alternativ bieten, dass wir uns in München klar positionieren, und das werden wir tun. Naja, genauso wie ich es jetzt auch versucht habe zu erklären, es gibt halt faktische Zwänge, die kann ich nicht aufheben. Ich bin jetzt niemand, der übermäßig ängstlich ist, aber es gibt halt einfach Dinge, die kann ich nicht bewerkstelligen, wie zum Beispiel das Licht in der Allianz Arena einschalten. Und ich glaube, wir haben jetzt bewiesen und werden es noch weiter beweisen, dass wir solidarisch sind mit den betroffenen Menschen in Ungarn, aber auf der ganzen Welt. Und dass wir dafür kämpfen, dass das Thema Weltoffenheit, Solidarität und Respekt voreinander einfach im Vordergrund steht und nicht andere Themen in einzelnen Ländern. Das kann sein, aber die Idee einer politischen Botschaft ist eine politische Botschaft. Es wäre ungefähr so gewesen, als hätte der DFB dem Manuel Neuer vorgeschlagen, er soll eine weiße Binde tragen als Zeichen für seine Solidarität statt der Regenbogenbinde. Das wäre auch ein passender Gegenvorschlag gewesen, in der gleichen Güte wie uns zu sagen, wir sollen am anderen Tag die Allianz Arena illuminieren.